Hey ho, hier nur ein kleines Update, dass wir jetzt doch wieder Teamspeak 3 nutzen. Ich hatte ja vor kurzem erst ein Video gemacht, dass wir auf Mumble umgestiegen sind, weil wir das Limit gesprengt hatten beim Teamspeak. Allerdings haben wir es jetzt die letzten Wochen ja getestet gehabt und es gibt immer noch Leute, die doch recht starke technische Probleme hatten, beziehungsweise Einschränkungen. Und deswegen habe ich jetzt einen sauren Apfel gebissen und habe eine Lizenz gekauft für ein Jahr, weil eine Non-Profit-Lizenz bei mir nicht klappt. Und dementsprechend können wir jetzt wieder Teamspeak nutzen. Allerdings ist es nicht mehr auf acesplace.net, sondern es ist einfach nur auf gerugon.de. Das heißt, wenn ihr bei Teamspeak einen Host angeben müsst, beziehungsweise eine IP, einfach gerugon.de hinschreiben, kein Passwort und kannst mal einen Benutzernamen. Das heißt, alle community-relevanten Sachen werden jetzt wieder über das Teamspeak laufen, damit das auch möglichst viele Leute nutzen können. Was war ein bisschen schade, dass Mumble, also zum einen war es ein bisschen friemelig, für Leute, die sich nicht so gut mit Audio-Software auskennen und dergleichen. Und zum anderen war es auch für manche halt akustisch nicht so gut. Und dann ist es schade, wenn Leute der Community einfach fernbleiben, nur weil die Software doof ist. Aber bei Teamspeak sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Boah, das war's schon. Achso, und ihr hattet hier einen kleinen Einblick, wie sich die Hauptstadt entwickelt. Ist allerdings nicht besonders viel, weil es gerade tierisch viel Arbeit ist, die Brücke zum Beispiel hier hinten zu bauen. Die frisst irre, irre, irre viel Stein und Mortar. Aber dafür sind die Deeds weitergekommen. Die Deeds sehen teilweise richtig geil inzwischen aus. Ich muss mir demnächst mal wieder eine Stunde oder so Zeit nehmen für ein neues Update-Video. Die werden ja doch mal länger, die Videos. Aber es soll nicht um Wurm gehen. Es sollte nur um Teamspeak gehen. Also Teamspeak ist toll, Mumble ist wieder doof und wir sehen uns dann im Teamspeak. Bye bye.